Gut. Wir von RTS Riga-Team, wir wollen hier etwas beitragen zum Thema strategische Planung für B2B-Marken. Wir wollen die wesentlichen Erkenntnisse unserer Studie B2B Insight hier vorstellen. B2B Insight haben wir gemeinsam mit Forum Marktforschung 2010 durchgeführt, eine Untersuchung zum Thema B2B-Entscheidungen. Wir haben diese ganze Darstellung der Ergebnisse Dichtung und Wahrheit genannt, weil wir der Meinung sind, dass wir hier mit ganz vielen Vorurteilen und Fragen aufräumen können, die es im Zusammenhang mit B2B-Marken und B2B-Markenkommunikation immer wieder gibt. Als B2B-Werber ist man es ja gewohnt, regelmäßig mit Fragen konfrontiert zu werden, die ungefähr so lauten, da sind auch Aussagen dabei, also sowas wie, ja, B2B-Entscheider sind doch vor allem nur an Fakten orientiert oder Emotionen spielen bei der B2B-Entscheidung überhaupt keine Rolle. Es gibt doch auch krasse Unterschiede zu B2C-Entscheidungen, Preis und Qualität spielen die Hauptrolle oder wir differenzieren uns über die reinen Produktfakten bis hin zu so Aussagen wie, als Anbieter hat man heutzutage ganz wenig Gestaltungsspielraum, weil die Unternehmen ja gar keine Beziehung mehr aufbauen wollen zu ihren Zulieferern. Ja, wir glauben das nicht und wir haben die Chance gesehen, einen Mythos zu durchleuchten, nämlich den Prozess der B2B-Entscheidung und damit ganz viele dieser Fragen und Aussagen beantwortet zu bekommen, mit denen wir hier immer wieder konfrontiert werden. Gleichzeitig wollten wir mit einer Legende aufräumen, nämlich mit der Legende vom rationalen B2B-Entscheider. Die gibt es nämlich und wie gesagt, wir halten das für eine Legende. Der Ansatzpunkt, um diese Legende auszuräumen, ist so eine Frage. Also wenn man einen hochrangigen Manager in irgendeiner Organisation mal fragen würde, wie er entscheidet, dann würde er wahrscheinlich immer ungefähr so antworten. Ich sammle alle Informationen, ich wäge die einzelnen Fakten ab, ich treffe dann die Entscheidungen so, dass sie meinem Unternehmen maximal nützen. Wir von RTS Riga Team glauben, dass das ein Idealbild ist, dass wir das alle gern so hätten, dass wir aber ganz anders ticken. Und wir glauben, dass um dieses Idealbild noch eine ganze Menge anderer idealisierter Wahrnehmungen existieren, nämlich, um jetzt mal ganz konkret zu werden, bei dem Beschaffungsprozess sowas wie, es gibt immer Richtlinien für die Bewertung von Lieferanten, der Markt der Anbieter ist den Unternehmen komplett transparent, es ist auch so, dass die Entscheidung immer einen standardisierten Prozess durchläuft, der in allen Fällen eingehalten wird. Es ist auch so, dass die Kaufkriterien definiert sind und alle Beteiligten klar sind. Als nächster Punkt gilt eigentlich immer, dass Emotionen systematisch ausgeblendet werden. Der Prozess scheint auch jederzeit für das Unternehmen transparent und mit Fakten begründet nachvollziehbar zu sein. Bei den meisten Kaufentscheidungen geht es dann auch nur um Qualität und Preis und an den Kaufentscheidungen sind ziemlich viele Menschen beteiligt. Das sind alles idealisierte Wahrnehmungen um den professionellen Beschaffungsprozess eines Unternehmens herum. So, und wir glauben, dass das Dichtung ist und wir wollten mit der Studie der Wahrheit auf die Spur kommen. Ganz kurz noch der Studiensteckbrief. Unser Partnerforum Marktforschung hat mit uns gemeinsam die erste und zweite Führungsebene von Unternehmen befragt, also Inhaber, Geschäftsführer, Leiter Einkauf, Leiter Produktion. Wir haben 300 Telefoninterviews geführt. Die haben 27 Minuten im Durchschnitt gedauert, das ist sehr lang. Und wir hatten eine gewichtete Verteilung von B2B-Unternehmen, nämlich 23% bis 99 Mitarbeiter, 53% bis 500 Mitarbeiter und 24% über 500 Mitarbeiter. Das entspricht so ungefähr der Verteilung der sogenannten mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Und wir haben uns hauptsächlich an die Branchen Maschinenbau, Anlagenbau und Elektroindustrie gewandt. In dem nächsten Film möchte ich dann ganz konkret die Ergebnisse angehen. Wir haben drei Phasen beleuchtet. Es war einmal das ganze Thema Pre-Sales, dann haben wir Last Buy angeschaut, also was passierte tatsächlich bei der letzten Kaufentscheidung und haben dann noch den Einfluss von Marke,
Kommunikation und Vertrieb untersucht. Dazu im nächsten Film. Das kommt jetzt mit der Maus.